Hey ho und herzlich willkommen zurück bei der Questsuche. Ich denke, ich habe mittlerweile eine Ahnung, wo das sein könnte. Also wir müssen auf jeden Fall hier hoch, das weiß ich. Und ich werde immer noch von vorne geblendet, was uncool ist. Aber da vorne. Wir waren hier schon mal, nur wir haben nach da geguckt. Und ja, das war ein bisschen doof. Aber wir haben ihn jetzt gefunden. Hier ist er. Ich kam gerade auf die Idee, als ich auf die Minimap geguckt habe, da oben rechts. Aber ja. So, ist das jetzt die verliebten Quest? Nein? Mir könnt ihr vertrauen. Nein? 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 Okay, dann muss das eine andere sein. Ach, das, hier. Die hier war das, oder? Oder belagert von Biestern? Ach, das ist schade. Da habe ich beim letzten Mal Schwachsinn erzählt. Ja, tut mir leid. Ich habe ehrlich echt gar keine Ahnung, welche das sein soll. Und deswegen ist es bei mir die ganze Zeit so suchen, suchen, suchen. Vielleicht finden wir die schöne Quest, bei der wir dann noch garantiert den Text mitlesen werden, weil das einfach total süß ist. So. Dürfen nicht runterfallen. Die, ja, die müssen wir. Tempelgolems. So. Huch, wieso läuft denn der da rum? Hoffentlich kann ich von hier aus angreifen. Wieso stand der denn nicht endlich? Shit. Ihr seht es auch. Von rechts greift uns ein Viech an. Das heißt, wir springen mal eben rüber. Hoffentlich kann er nicht hinten herum mit. So, er muss wieder außen herumlaufen. Das ist zum Vorteil dann für uns. Ja, er muss außen herumlaufen. Dann, oh, 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 oh. Das ist blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Blöd, 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 blöd. Ihr habt keinen freien Blick aufs Ziel. Hohoho, Alter. That was close. Ich ziehe mir mal für den Notfall die hier rein und nicht diese schlechten. Die schlechten tue ich dann daneben. So. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt schaffe. Also einen haben wir. Vier brauchen wir noch. Wir merken, die sind nicht gerade leicht zu machen. So. Gehen wir wieder hoch. Nehmen uns den da auf der Ecke vor. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Pech, dass wir auch einen zweiten dazu geerdet hatten. Aber gut, passiert. Ja, ja, ja. Komm, auf Flugzeit. Das habe ich auch schon gesehen. So. Dieses Mal. Ja, ist klar. Scheiß Windgeist, ey. Ist mir jetzt egal. Ah, das stirbt sonst. Ja, gut, dann müssen wir jetzt da vorne mit angreifen. Ist jetzt blöd gelaufen. Ja. Habe ich überhaupt schon gesagt, wir kommen zurück im Iron Blitz Bay? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich es sage oder nicht. Wenn nein, dann wir kommen zurück im Iron Blitz Bay. Wäre jetzt ein bisschen fail. Und doch. Ja. Ich kann einfach tagsüber nicht zocken. Mich stört die Sonne. Das hört sich jetzt total suchtig an. Oh shit, 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 oh shit. Ah! Dirk! Wieso? Der ist doch jetzt fast tot gewesen. Hätte der Schaden bloß in Sinn gewirkt. So, entweder wir benutzen jetzt einen Gegenstand. Oder wir kehren zum Obelisken zurück. Ich nehme mal den Obelisken. Wir müssen mich auch unsere Seele heilen. Und genau das meinte ich. Seht ihr? Der Händler, der sonst mal da an der Ecke stand, steht jetzt hier. Der wandelt nämlich. Ich habe ihn nur noch nie irgendwie laufen gesehen. Uns auch ist besser. Ja, sprech doch. Ihr seid gesegnet. You're blessed. Ja. Ihr merkt, wir müssen hier eigentlich nur in bestimmten Bereichen Sachen machen, aber die sind echt übelst schwer. Müssen wir die hinbringen? Ja, nee. Nee, nee. Nee. Da haben wir jetzt echt nur noch diese Gruppenquests, die auch mit guten Grundgruppenquests sind. Ich meine, wir haben es jetzt schon gemerkt. Ich denke, wir werden erstmal Jagd von Biestern machen. Ja, das ist Jagd von Biestern, das müsste die romantische Quest sein. Dann machen wir das da. Hier vorne mit den Grimdrag brauchen wir noch vier und Dekarvia der Illusion brauchen wir noch einen. Dann machen wir das. Hört sich nämlich so schön an. So, die sind alle auf dieser Insel, das wissen wir noch. Und die waren auch nicht sonderlich leicht, aber definitiv leichter als dieses Ausversehen-Adden. Das ist übelst nervig. Ist das die richtige Insel? Och, nein, 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 nein. Moosbärentöter 36. Der macht anscheinend auch hier die Viecher. Das ist ein Boss, oder? Also der war hier ein... Also eigentlich... verwirrt.
Ja, ungünstig ist es, der hier vorne echt jetzt all die, die hier leicht in diesem Gebiet waren, abgegrast hat. Das ist ein bisschen schade. Aber wir werden natürlich auch noch so welche finden, die wir machen können, ohne dass wir die ganze Insel machen müssen. Auf einmal. Bisschen Respekt vor denen. Nicht, dass wir ihn adden. Oh, welcher von beiden war jetzt ranged? Erstmal, nee. Ich glaube, der Drake ist Range und der andere ist Nahkampf. Also, andersherum, ist Fernkampf. Okay, der ist auch definitiv Fernkampf, dann war es nicht so schlimm. Wenn beide Fernkampf sind, dann ist es ja relativ egal, welchen von beiden ich als erst adde. Lebenskraft ist dann. Oh, ich habe ja sogar noch ein Schild drin. Hab ich gar nicht. Also jetzt nicht mehr, aber habe ich gar nicht gewusst. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. So, jetzt brauchen wir nur noch Drake. 4 Stück. Wir werden auch, sobald das ab ist, vom Geist dann. Keine Sorge. Jetzt. Machen wir seine Textgeschwindigkeit ein bisschen down. Machen wir es dann von mir aus. Oh, das war jetzt Glück, dass das danach ab war. Ich habe das echt nicht runtergezählt oder sowas. Bisschen Mana gegenpowern. Oh, jetzt habe ich einen Ticken zu früh geklickt, deswegen habe ich meinen Skill abgebrochen. Schade. Das ist echt gerade Hochleistung, anstrengend, alles. Das ist kein gültiges Tot. Ziel. So, haben wir den. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Weil diese Draken, die seht ihr, gibt es 3 Spawnpunkte für. Und die sind leider alle abgearbeitet. Schade eigentlich. Aber gut, sowas kommt vor. Ich schieb nochmal kurz an mein Mikro rum. So, Mikro sitzt jetzt ein Ticken besser. Ich muss mir daran angewöhnen, das häufiger zu machen. Und das zu überwachen. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon versucht, diesen Boss da anzugreifen, einfach nur um es zu tun. Aber ich weiß genau, dass es sehr schwer wird und wir dann eigentlich nur Ressourcen von uns... Ach komm, wir machen's. So, du greifst als erstes an, dann jetzt hier. Kriegst du das nochmal drauf. Das hier. Das hier. Und das hier. Tut mir leid, dass ich gerade so still bin. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, aber ich bin ein ganz kleines bisschen konzentriert, weil der hier doch nicht ganz so einfach ist, wie ich es zu Anfang gedacht habe. Vor allem, wir haben bald keine Mana mehr. Und ihr wisst ja alle, was passiert, wenn man keine Mana mehr hat. Man kann nicht mehr gut kämpfen. Shit, shit, shit. Wir müssen wirklich gleich wahrscheinlich Autotags machen. Way, Autotags. Ach, cool. Ach, stopp, wir haben noch Mana Geistabsorption. Entschuldigung. Habe ich ja ganz vergessen, dass wir den Skill schon haben. Perfekt. So, und er ist tot. Und mal sehen, ob wir was Tolles drin hatten. Jo, ein Ring. Wäre zumindest besser als einer von den Sachen. Und ja, ein Schulterschutz für uns, egal. Der Drake ist leider immer noch... So, ein Cut nach dem Cut. Ja, mein Hund stand auf einmal hinter mir. Und dachte mir, ach, die bringe ich erstmal runter. Also raus aus meinem Zimmer. So, und zwischenzeitlich sind zum Glück wieder welche respawned. Ist ganz toll für euch, dann habt ihr nicht solche langen Wartezeiten. Ich muss jetzt mal wieder zu Atem kommen. Einen Hund runterzutragen ist mich nicht leicht. Halb nicht, wenn der Hund 25... Nee, 25 sag ich. Wieso sag ich 25? 32 bis 35, irgendwas dazwischen, Kilo wiegt. Es ist dann echt nicht leicht. Ihr habt ein ungültiges... Und natürlich zu faul ist, eine Treppe zu laufen. Ach ja. Wo sind denn die anderen Draken? Genau wo ich stehe, müsste einer respawnen. Ja, und auf keiner der anderen Insel sind die. Ja, toll. Super. Ach, wisst ihr was? Wir fliegen mal eben kurz zu dieser Insel, machen dort irgendeins dieser Viecher. Damit wir jetzt für die andere Quest ein bisschen weiterkommen, aber sonst wartet ihr so ewig lang und das möchte ich nicht. So, was müssen wir hier töten? Tempelgolem und... Ach, warte, stopp, die sind hier einen weiter unten. Glaube ich.
Da hinten ist ein Tempelgolem. Perfekt, da. Hier. Hallo? Skill drücken? Ich habe die ganze Zeit wie eine Verrückte auf diesen Skill gehämmert und er ist nicht gekommen. Läuft. Alter, die machen aber auch ordentlich Schaden. Oh oh. Alter Schwede, alter Schwede. Da bin ich froh, dass ich nicht so viele von diesen machen muss. Also nicht irgendwie 20 oder so, dann bräuchte ich nämlich locker den ganzen Tag. So, einer respawnt. Noch nicht, aber wahrscheinlich bald, weil die Anachen hier gemacht auch schon respawnt sind. Oder müssten, denke ich mal, respawnt der einen auch bald. Weil wir wissen ja, vor uns war der Kantor oder die Kantorin hier. Und, ups, der hat einen Part. Okay, der läuft nicht bei uns lang. Und das bedeutet auch, dass der hier wahrscheinlich alles gemacht hat. Und wenn die jetzt hier respawnt sind, dürfen auch bald der respawnen, den wir brauchen. Hoffe ich. Das ist jetzt gerade meine Theorie. Und wenn nicht, dann fliegt halt wieder zu einer anderen Insel. Mach nochmal eben was. Ja, das erstmal fliegen. Ach. Hoch, runter. So. Ruinenkalk-Dinger brauchen wir auch. Nee. Eckstein von Arkansen. Okay. Das ist aber auf jeden Fall ein Boss. Und Bosse wollen wir noch nicht. Oder zumindest von diesen Teilen. Da ist endlich ein einzelnes Viech. Hier der Ruinenviecher. Oh, hoffentlich kommt der Wächter hier nicht lang. Das wäre uncool. Ja, wenn... Ja, der Wächter hat mich jetzt geaddet. Super. Und wir sind gestunt. Und wir sind richtig gearscht. Richtig gearscht. Also, wenn wir das jetzt hier überleben, dann haben wir echt Glück. Oh! Oh, 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 da müssen wir aufpassen. Wir haben 25% Schaden zurück. Nicht so. Oh, jetzt hab ich's, ist das schon weg. Ja, das wäre aber nicht so cool, hätten wir da volle Kanne drauf geballert. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und fliegen, 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 fliegen. What the fuck? Das war knapp. Richtig. Nein! Wieso? Ja, toll. Hat er uns noch weitfliegend verzaubert. Da konnten wir nichts für. Und hat uns damit zum Absturz gebracht. Darf ich, jeder weiß, man kann als Stein nicht fliegen. Ja. Das hatten, haben einen schon die Mamas damals erzählt. Ein Stein kann nicht gut fliegen. Wieso kann ich das hier nicht verkaufen? Ah, weil es ein... okay, Moment. Tschüss. Also. Der rechte Ring ist schlechter. Shit. Ja, ich möchte das Seelenbinden. So, haben wir getan. Können wir jetzt den schlechten Ring wieder verkaufen. Weg damit. Dann nehmen wir mal hier diese... Da. Den schlechten 1-Minuten-Trank, einfach nur damit er weg ist und wir brauchen eh noch ein bisschen, bis wir da sind. Um wieder Sachen zu machen. Ja, ist jetzt egal, dass wir den einen geaddet haben. Passiert schon mal. Au. Können wir nebenbei auch mal wieder benutzen. Wir haben jetzt Ewigkeiten immer ohne gekämpft. Jetzt denke ich mir so, vielleicht sind wir mit doch ein bisschen besser dran. Also wir brauchen noch 3 von den Tempelgolem, 4 von den Ruinenteilen und 2 Draken. Also noch... 6, nee, Quatsch, 9 Viecher. Hat gerade falsch gerechnet. Das heißt, wir werden uns damit auch noch die nächste Folge beschäftigen. Oder in der nächsten Folge, besser gesagt. Der hier ist immer noch nicht... Doch, 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 da hinten ist der Respawn. Aber wir müssen jetzt mal was anderes machen. Nee, das ist scheiße. Haben wir das schon... Ich glaube, wir haben das noch nicht im Inventar. Also als Auswahl. So, wir machen das dieses Mal genau anders hier rum. Du wirst gerootet. Und ich greife mir an. Weil den anderen, den brauchen wir eh nicht. Den können wir ja gleich resetten lassen.
Wenn man hier meinen konzentrierten Gesichtsausdruck sehen könnte, würde man sich wahrscheinlich jeden Kommentar ersparen oder erst recht einen Kommentar schreiben. Oh mein Gott. Das ist echt Höchstleistung der Fähigkeiten. Das ist kein gültiges Ziel. Und hochfliegen und weg da. Und Potten hinterher werfen. Oh shit. Ich weiß zwar nicht, was das war, aber ich wollte nicht im Flug irgendeinen Debuff auf mir drauf haben. Sanden wir hier wieder zwischen auf der sicheren Insel. Fliegst du? Ja, er fliegt. Ich hasse das. So, und der letzte müsste dann wieder hier vorne spawnen, oder? 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 Auf jeden Fall, bevor wir den letzten machen, machen wir eher noch einen von den anderen Viechern, die hier vorne sind, die ein bisschen schwerer sind. Hier. Wir brauchen aber bald wieder Mana. Sehe ich gerade. Ach, guck mal da. Das ist ein relativ netter. Oder hier unten, weil jetzt gerade die Patrouille weggegangen ist. Perfekt. Dann greifen wir den mal gemeinsam an. Flamme geht auf meinen Geist, das ist ganz nett. Jetzt können wir uns so und dann... Shit, wir sind tot. Wir sind definitiv tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Ach, er geht auf den Windgeist, dann. Warte, wir müssen das schaffen. Jetzt sind wir wieder im Verzauberungsunkel. Und sobald wir die Verzauberung runter haben, fliegen wir natürlich weg. Wir werden wahrscheinlich dabei sterben, aber wir fliegen weg. So. Das ist ein Scheißertrag, den wollen wir natürlich nicht machen. Und der andere ist auch nicht respawned. Shit, shit, shit. Wir landen aber trotzdem zwischen... Huch, was ist das denn? Kann man da durchfahren? Muss ich gleich mal testen. Nee, kann man draufstehen. Ist sozusagen eine fliegende Scheibe drüber. Okay. Stopp, dieser DVD der Illusion kam uns immer sehr nah hier vorne. Sollen wir uns ein bisschen hier bewegen. Eigentlich direkt da vorne müsste nachher unser Gesuchter spawnen. Ach, wisst ihr was? Wir machen nochmal da unten was. Ach. Ja, ich weiß, dass ich kaum Flugzeit habe. Deswegen landen wir jetzt hier vorne auf der Ecke erstmal, bevor wir weitermachen. Weil wir müssen natürlich, wenn wir hier gleich sind, schnell agieren können und schnell wegfliegen können, ohne dass wir Ewigkeiten Mana oder... Nee, Mana brauchen wir eh nicht zu laden. Flugzeit laden müssen. Wie läufst du da hoch? Richtig. Oh, hoffentlich kann ich ihn von unten angreifen. Nee. Nee, das bleibt ein Kampf, der nur von mir ausgetragen wird. Schade. Weil der da unten hat das Pech, dass er nicht in der Lage ist, da oben anzugreifen. Also mein Geist kann da oben nicht hin. Egal, was ich mache, er würde dort oben nicht angreifen können. Oh, jetzt hat aber mein Geist das Viech da geaddet, wie ihr seht. Oder ich? Wieso ich? Oh, shit. Shit, shit, shit. Schaden wird zurückgeworfen. Okay, er ist tot. Falls wir jetzt verzaubert... Wow, flieg! Alter, falls wir jetzt verzaubert werden, 25 Sekunden, können wir das noch widerstehen? Jetzt nicht mehr. Jetzt hatten wir gerade theoretisch... Da, seht ihr, wie wir da standen? Da war jetzt auch dieser Zauber mit bei, dass wir hinfallen. Und dem, genau dem wollte ich entgehen. Da ist der Grimmdrake. Brauchen natürlich noch ein bisschen Leben, bevor wir ihn angreifen, das weiß ich. Aber dann haben wir es geschafft. Haben den letzten Grimmdraken gemacht, den werde ich jetzt auch noch tun. Und dann noch die Quest abgeben. Ich habe nicht keine Ahnung, wie viel Zeit wir in der Folge haben. Weil ich ja jetzt mehrfach rausgeschnitten habe. Und dann verliere ich ein bisschen den Überblick, was wir haben, was wir nicht haben. Also von der Zeit her. Ich will mir mal die richtige Zeit angucken. Wie spät es überhaupt? Ah, okay. Ist ja voll früh. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Tja, wir schaffen es. So, jetzt müssen wir wieder mit dem sprechen, der auf so ein... Da. Auf den ganz blöden Punkt da hinten ist. Aber jetzt wissen wir jetzt zum Glück, wie wir da hinkommen. Ist das denn? Ja. Ich glaube, wir müssen zwischenlanden. Wie viel Zeit haben wir? 20 Sekunden? Nein. Macht mir gerade ein bisschen Angst.
Schneller! 7 Sekunden! Das war knapp. Schrecklicher Ort, schrecklicher Ort, umgeben von Biestern, kann Patrick nicht widerstehen. Patrick merkt so aufmerksam, so besorgt. Sarinerk dankt euch, Defra. Defra erfüllt... Moment. So. Ihr vertrauen. Defra erfüllt Patrineks Bitte. Nette, nette Defra. Wenn Defra zurückkehrt, sagt Patrineck, dass es Sarinerk gut geht und sie ihn vermisst. Ist das eine Sie? Oh. Ihr könnt Sarinerk noch einen Gefallen tun, wenn ihr wollt. Defra, was braucht ihr? Sarinerk fürchtet sich vor Obscura. Immer wenn sie über die Brücke geht, sind sie da. Ja. Defra wird die Obscura bei der Brücke erledigen, ja? Bringt Botschaft zu Patrineck. Ich bin schon unterwegs. Und das ist jetzt die Folgequest, wo wir... Was müssen wir? Obscura, also Fäulnis, Obscura und Flammen Obscura besiegen müssen. Das sind, ja, das sind auch Gruppenquests. Ja, schade. Aber wir machen ja alles natürlich für die Liebe von den beiden. Was ich denke, dass es die Quest ist. Wenn nicht, dann blamiere ich mich ganz schön am Ende. Gut, aber ich sag erstmal Cut für diese Folge. Wir sehen das weiter in der nächsten. Und ich sag da mal, die nächste Folge ist definitiv im Auftrag der Liebe.